Guten Tag und willkommen zurück hier bei New Super Mario Bros. Der Secret Exit ist leider extrem easy. Ich bin hier in ein Level reingegangen, bin hier durchgerannt und bin quasi direkt zur Stelle gegangen. Es war eigentlich sehr offensichtlich. Hätte ich auch im letzten Part finden können, klar. Aber das Problem war, wir waren die ganze Zeit einfach klein an dieser Stelle, glaube ich. Ich glaube, wir waren die ganze Zeit klein, als wir an der Stelle angekommen sind. Weswegen ich dann die ganze Zeit Schiss hatte, dass ich da abkratze. Deswegen bin ich da nicht hochgegangen. Ja. Aber mit Feuerblume ist der ganze Level viel einfacher. Gut, jetzt ist nur noch die Frage, welchen Level spielen wir zuerst? Ich glaube, den hier oben. Und ja, meine Empfehlung ist einfach, da die Ruhe bewahren und sich eine Feuerblume mitzunehmen. Oder wenn ihr euch halt eine Challenge machen wollt, klein spielen. Und trotzdem versuchen, möglichst schnell das Ding durchzuspielen, was ich ja im Prinzip auch die ganze Zeit versucht habe, weil wir hatten halt Zeitdruck und wir waren halt die ganze Zeit klein. Okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das habe ich mir schon gedacht hier. Dass es hier unten was gibt. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es da um eine Starcoin geht oder nicht. Aua. Ja, dann haben wir das auch geklärt. Gut, da geht eine Ranke hoch. Ich weiß nicht, warum hier andauernd Mini-Röhren sind, wenn die gar nichts zu melden haben quasi. Ich hoffe, die hat dieses Mal einen Mehrwert. Und nicht einfach nur, ja, ist halt Bonus. Finde ich ziemlich uncool. Mag ich irgendwie nicht. Und man versucht dann die ganze Zeit da reinzukommen. Sollte es zumindest probieren. Und hat dann dadurch irgendwie keinen Mehrwert. Diese hässlichen Schneckenviecher sind so nervig. Ah, nice! Okay. Da ist direkt die Starcoin. Wir können hier unten durchschlittern. Und können dann, ach komm ey, können dann hier einfach wieder die Ranke hoch und den Easy Mode nehmen. Den einfachen Weg hier einfach lang schlittern. Ah, okay. Ich dachte gerade schon, da wäre ein Abgrund gewesen, aber nö. Das ist einfach nur so eine Vertiefung. Überhaupt. Ja, komm. Alles entspannt. Und schon wieder ein Feuerwerk. Oh mein Gott. Ja, nice. Aber ich glaube, ich kann mittlerweile so ein bisschen verstehen, warum die Spiele einfacher geworden sind. Die Mario-Spiele. Und zwar möchte man natürlich alles, so gut es geht, auf 100% spielen. Okay, ich dachte gerade schon, da wäre ein Secret Exit, aber nö. Man möchte natürlich alles, so gut es geht, auf 100% spielen. Und da zählt bei vielen halt auch drunter, dass man die 99 Leben erreicht. Okay, nice. Guter Tausch. Also denke ich, hat man sich dazu entschieden, yo, wir können dann ja einfach in späteren Spielen dann noch die Sternwelt, also die Bonuswelt mit hinzufügen. Und das generelle Spiel eher einfacher machen. Halt für die jüngeren Gelegenheitsspieler einfach das Spiel an sich einfacher gestalten. Und für die Leute, die dann halt mehrere Level haben wollen,
Einfach noch eine Bonuswelt mit reinpacken. Oder im Falle von New Super Mario Bros. U einfach nochmal ein komplett neues Spiel, was an der Stelle dann, ach, Mann, ey, ich hasse das in diesem Spiel so hart, dass die Gegner so schnell respawnen. Was da an der Stelle dann New Super Luigi U war. Ja, es war so klar. Und Moment. Okay, nein. Ich dachte, da bräuchte man jetzt einen Panzer. Aber da ist ein P-Switch. Alles klar. So. Wenn man hier dann einfach ein bisschen rüberjumpen muss. Oder halt im Notfall kann man sich natürlich auch den Panzer nehmen. So. Was dann im Falle von New Super Mario Bros. U halt New Super Luigi U war, mit den schwereren Leveln, wo man weniger Zeit hatte, um das Ganze hinzubekommen. Den Level, da hatte man ja nur... hau ab, Mann! Da hatte man ja nur 100 Sekunden für jedes Level Zeit. Und die Level an sich waren auch ein bisschen schwieriger. Also, schon ein cooles Konzept. Da an der Stelle einfach dann zu sagen, yo, das Basisspiel ist dann normales Mario Bros. Aber das... Hier braucht man den Panzer! Okay, nice. Aber das DLC machen wir dann etwas schwieriger. Halt für Leute, die einfach eine Challenge haben wollen. Nee, ich möchte schon da oben lang. So. Was? Was ist denn los? Schon wieder ein Feuerwerk. Wie viele Feuerwerke wir hier kriegen. Holy shit. Okay. Wir müssen aber natürlich noch den normalen Exit nehmen. Dazu versuche ich dann jetzt hier so einen Koopa Shell Run, der hoffentlich nicht in einem Fail enden wird. Aber Kacke, ey. Nein. Ja, fängt ja schon wunderbar an. Und ich werde da jetzt nicht nochmal runtergehen, um mir das abzuholen. Eigentlich würde ich es gerne machen. Aber das Ding ist halt, wenn ich dann da runtergehe und der Koopa respawnt, dann ist wahrscheinlich vorbei. Aber Moment mal, hier können wir uns eigentlich... So, hier können wir uns eigentlich nochmal einen abholen. Ja, wenn man dann so schnell ist und da hinterherkommt, ne? Weil die Sachen, die spawnen irgendwie schon nach 3 Metern, nachdem sie aus dem Screen sind. Naja. Egal. Was soll's. Wir haben das Ding hier geschafft. Und der Hammerbruder wandert wieder irgendwo hin, wo wir ihn nicht erreichen können. Schade eigentlich. Ich würde eigentlich auch gerne hier dann nochmal die Sachen öffnen. So. Ja, speichern. Ich denke, wir holen uns auch direkt nochmal ein Item mit. Ich denke, diesmal nehme ich einen Mini-Pilz oder ich versuch's zumindest. Wunderbar. Denn wir haben zwar
Welt 7 schon freigeschalten, aber wir müssen natürlich noch den offiziellen Weg freischalten, um auch alle Sterne zu bekommen hinter Ender 3. Klar. Und nochmal ein Underground Level. Okay, hat man zwar aufgrund der World Map schon erkennen können. Aber an den Level kann ich mich jetzt tatsächlich nicht mehr so erinnern, weswegen es mich doch ein bisschen überrascht hat. Hier muss man durch, ne? Hier hinten vielleicht noch so ein Boxer, wollte ich gerade sagen, aber vielleicht brauchen wir den noch nicht mal. Wahrscheinlich doch, ne? Nein! Nein! Kann der Block gut. Ach, crap. Respawnt der Beetle? Ja, er respawnt tatsächlich. Aua. Ah, okay, die Blume ist da noch. Wunderbar, dann machen wir es einfach so. Und hoffen einfach mal, dass hier offen ist. Wunderbar. Hätte auch sein können, dass dann Münzblock ist, dass sie quasi sagen, yo, entweder du benutzt einen Boxer oder du kommst da gar nicht mehr rein. Aber nö. Man hat tatsächlich noch die Chance, da reinzukommen, indem man einfach so einen Beetle nimmt. Was hier drüben? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier ein Secret ist. Nee, nicht wirklich. Hier unten ist eine Starcoin. Okay, wunderbar. Komm schon, jetzt hier nicht abkratzen durch einen dummen Fehler. Durch irgendwie Unvorsichtigkeit. Mir so ein scheiß Flüchtigkeitsfehler, das... Wird mir jetzt noch fehlen. Was ist hier jetzt los? Das sieht irgendwie so aus, als wäre das so ein Verarsche. Fragezeichen-Block. Ah. Nö, nicht wirklich. Ach, diese Passage. Ja, okay. Ich glaube, hier musste man tatsächlich auch nochmal so einen Boxer mitnehmen. Okay, da ist noch einer. Hit. Der respawnt auch nicht. Der respawnt der. Ja, ich denke, der respawnt gleich, wenn ich den hier runterfallen lasse. Deswegen ich das Ganze hier mache, ist... Weil ich denke, da oben ist die letzte Starcoin. Rip. Ja, man fliegt hier so komisch weg, wenn man auf die drauf springt. Mann, ey. Ja, dann müssen wir ein Level auch nochmal machen. Wow, super. Jetzt habe ich hier viel zu viel Zeit verschwendet. Was ist denn mit den Feuerwerken gerade los? Mit den Schnapszahlen? Ja, komm. Nicht lange überlegen. Rein da. Und die letzte Starcoin suchen. Wie gesagt, ich denke, dass sie da hinten ist. Bei den
ja, bei dieser Passage mit den roten Blöcken. Aber ganz sicher bin ich mir natürlich auch nicht. Yep. Hier war die zweite Starcoin, richtig? Komm, ey. Ich glaube, da war die zweite Starcoin. Und hier kommt dann jetzt die letzte. Da ist da oben. Nein, ah. Ich glaube, das habe ich eben schon nachgeschaut, oder? Da oben ist. Da kommt man aber auch nicht hin. Da kommt man echt nicht gut hin. Ist da was? Ich denke, ich benutze tatsächlich jetzt mal meinen Mini-Pilz. Der wunderbar funktioniert. Komm nochmal her. Ob ich da jetzt nicht hochkomme? Wie ist denn das? Was ist das denn? Ich komme da nicht hoch. Ist da überhaupt die Starcoin? Irgendwie bezweifle ich, dass die Starcoin da oben ist. Ob ich jetzt die Starcoin nicht finde? Eine Starcoin. Secret Exit, okay, aber die Starcoin? Oder ist es irgendwas mega Offensichtliches? Ich bin gerade einfach ultra dumm. Diese Stelle ist irgendwie sehr nervig. Aber der Rest des Levels geht klar. Sollte vielleicht auch mal die Blöcke untersuchen. Zwar nicht unbedingt hier, aber hier zum Beispiel. Ja, natürlich. Ah, okay. Natürlich gemein, wenn da eine Ranke gewesen wäre und man hätte erst die Blöcke oben wegmachen müssen. Ein One-Up. Hier könnte was sein, ne? Hier könnte vielleicht was sein. Tatsache. Holy shit. Ach, zum Glück hatte ich vorher den Einfall bei den Blöcken. Wenn wäre ich erst dagegen gesprungen, das wäre richtig fies gewesen. Oh wow. Toll. Ah, komm rüber. Sehr schön. Hier muss man runter, ne? Ja. Alles klar. Okay, das war echt eine fiese Starcoin. Gut. Und jetzt nur noch ins Geisterhaus. Dann haben wir immer noch zwei Level nach dem Geisterhaus. Ich denke, es wird tatsächlich wieder ein längerer Part. Alles klar. Ach, hau ab, Mann. Hier sind nur Fragezeichenblöcke. Ich muss tatsächlich jetzt hier auch nochmal darauf achten, dass ich die nicht einfach kille. Ja, genauso wie hier. Jetzt wahrscheinlich direkt so eine Stelle. Er kann jetzt direkt schon weg. Ja, Tatsache.
Also die Boxer nicht direkt umbringen, sondern erstmal da lassen, damit die einem hier die Blöcke wegmachen können. Okay. Da kommt man easy hoch. Das war so klar. Oh Mann! Was ist das denn für eine Stelle? Ich glaube, da bin ich als Kiddy auch so oft verreckt. Ist immer noch nicht, wie man da durchkommen soll. Wahrscheinlich gibt es irgendwas mega. Ich kann jetzt schon nicht mehr reden, weil mich da schon wieder irgendwie ein bisschen triggert. Als ob da kein Power-Up drin ist. Warum sollte man denn da dann überhaupt drüber gehen? Komm her, du Idiot. Als kleiner Mario kann ich es eigentlich direkt sein lassen, reinzugehen. Aber ich muss... Müssen wir den Level halt schon wieder spielen. Ich kann mir erstmal von weiter oben einen Power-Up holen. Das werde ich auch machen. Hier. Wird auch safe ein Power-Up drin sein, oder? Ja. Entspann dich mal. Okay. Sehr gut. So. In der Stampfattacke kann man die direkt wegmachen. Die Boxer. Sehr einfach stehen bleiben vielleicht. Tatsache. Einfach stehen bleiben und das war's. Wie komme ich denn dann jetzt hier hoch? Moment mal. Kann ich das nochmal machen? Geht das nochmal? Ja, okay. Wow. Wow. Oh Mann, ey. Viel zu simpel. Nur aus reiner Neugier. Und jetzt ist da kein Power-Up mehr drin. Ja, dachte ich mir schon. Hab's mir zwar schon gedacht, ich wollt's aber einfach nochmal testen. Power-Up. Nein. Ach Mann, er ist kurz gestoppt. Das ist doch so scheiße einfach nur. Jetzt brauche ich halt schon wieder so extrem lange für die Dinger hier. Ich diese Boxer hasse. Ja, komm, mach hinne jetzt. Hab halt noch was zu tun. Außer hier 5 Stunden diesen Kacklevel rumzuhängen. So. Dann hier rein. Direkt hoch. Wieder durch die Tür abhauen. Und jetzt die 3. Starcoin suchen. Aber wir hatten auch noch nicht Ach komm. Nerv nicht. Wir hatten auch noch nicht die Halbzeitflagge. Was denn da los? Okay, sehr nice. Ich dachte, ich sterbe jetzt am 2. Oh, Moment. Ah, ja. Das ist gemein. Da hatte ich ja fast schon Glück, dass ich hier klein bin. Sonst hätte ich da nämlich auch nichts gefunden.
die Viecher direkt wegmachen. Dann machen die keinen Ärger. Ich hoffe, hier kommt kein Boxer. Ich hoffe, hier kommt kein Boxer. Moment, ist hier nicht an der rechten Seite? Ja. An der rechten Seite geht's rein. Gut, dass ich mich da noch dran erinnert habe. Hier ist die letzte Starcoin. Ab. Hoch mit dir, Mario. Und sogar Secret Exit. Alles klar, let's go. Dann wird der Part sogar länger. Aber wir kriegen immerhin alles auf einen Schlag. Ja, das werde ich jetzt aber nicht zeigen. Die Kanone, die können wir dann im nächsten Part machen. Hätte hier eigentlich auch nicht nochmal ein Level reingehen sollen. Also, entweder First Try oder ich mache das dann im nächsten Part hier. Dingen. Ich meine, eigentlich kennt ihr ein Level ja schon. Dann auch im nächsten Part zeigen können. Okay, weg mit euch. Pilz gönnen. Und ab geht's. Ab geht's. In solchen Momenten würde ich einfach gerne den Mini-Pilz benutzen und mich hier hochboosten, weißt du? Aber dann weiß man halt auch nicht, was oben... Also, was dann von oben runterfällt. Alles klar. Na, hau ab. Oh, zack. Alles klar, wir sind durch. Sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir machen das genauso wie mit Welt 4. Oh, und hier werden wir sogar von zu Welt 8 katapultiert. Okay. Und ja, tatsächlich, dieser rote Niederschlag ist wegen Welt 8. Puh, weiß ich jetzt aber nicht, ob das so gut passt. Hier schon in der fünften Welt. Ich hätte es vielleicht in der sechsten Welt gefeiert, später in den Leveln. Oder vielleicht auch in der siebten Welt, dass die Wolken dann irgendwie rot sind. Keine Ahnung. Wie dem auch sei, ich denke, wir machen das, wie gesagt, wie in der vierten Welt. Machen dann halt im nächsten Part hier das Ding zu Ende. Und bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao. Ah, falsche Röhre. Egal.